Herzlich willkommen zurück zu The Banner Saga. Wir haben ein Problem, nämlich wir haben keine Nahrung. Die Moral sinkt herab. Keine Nahrung, wir können keine Nahrung hier kaufen. Und wir haben eine Jägerin, mit der wir quatschen können, die uns aber nicht so gefallen hat. Ich denke mal, auf Stufe 5 wird die ganz gut sein, um Rüstung down zu schießen. Ich weiß nicht, ob wir uns schon mal geredet haben. Ich bin Nid, du bist Rook, ich weiß. Wir reisen eigentlich schon lange zusammen. Ist es nicht seltsam, dass man anderen so nah sein kann, ohne sie zu kennen? Ich begegne jeden Tag Leuten, von denen ich sicher bin, dass ich sie noch nie gesehen habe. Ich wollte dir danken dafür, dass ich mitkommen durfte. Warst du schon immer so eine gute Schützin? Aufrichtig, ich habe noch nie geschossen, bevor Oddlife mich dazu gebracht hat. Ich habe mein ganzes Leben lang Kleider gemacht, geputzt. Oddlife ist gut, aber ich glaube nicht, dass alles ihr Werk war. Es fühlt sich gut an. Ich sehe einfach dahin, wo ich hinschießen will. Jedenfalls geht es mir besser. In der Karawane sorgen sich alle dauernd um Machen und machen Probleme. Manchmal baden sie richtig in ihrem Elend. Ich bin froh, dass ich mich nützlich machen kann. Interessiert mich eigentlich nicht, wo du herkommst, weil wir werden mit dir groß nicht spielen. Mach's gut. Denk dir nichts dabei. Wir haben alle unsere Probleme, mit denen wir fertig werden müssen. Lass mich wissen, wenn ich auf irgendetwas schießen soll. Sie kehrt zu ihrem Zelt zurück, wo ihre Jungs auf sie warten. Aha. Hat das auch Kinder? Ja, wir ziehen weiter. Ja, ohne Essen. Es ist nun mal so. Hoogstraub. Minus 5 Kämpfer sind wieder ein paar ertrunken. Ertrunken, sag ich schon. Verdurstet und verhungert. Voraus erspäht ihr eine ganze Anzahl von Bauern, die von Banditen umringt sind. Einer der Bewaffneten blickt über die Schultern und sagt: Götter, verdammt, das hat mir gerade noch gefehlt, hört zu. Ihr mischt euch nicht ein und dafür ist einer dieser Vorratswagen euer. Die Bauern sagen zwar nichts, aber ihre Blicke flehen euch an. Weg von den Leuten, sonst sterbt ihr. Der Mann dreht sich dir vollständig zu und schüttelt den Kopf. Ich habe schon befürchtet, dass ihr solche seid, sagt er nur, ehe die Banditen sich auf euch stürzen. Tja, vielleicht begleiten die uns und wir kriegen alle Vorratswagen. So, du nach vorne. Mager hinten. So ist in Ordnung. Den werden wir versuchen höher zu bringen. Versuchen die Truppe dann auf Stufe 5 zu bekommen. Ob man auch alle, die ich verloren habe, am Ende eigentlich des Spiels alle behalten könnte? Geht bestimmt, wenn man sich immer richtig entscheidet. Da hätte ich nämlich jetzt noch meinen Wal, der ein super Kämpfer war, der mit der Zweihandwaffe. Schande. Okay, wir sind umzingelt. So eine Schande. Warum? Wir sind doch von hinten gekommen. Hätten wir den jetzt nicht in die Flanke, in den Rücken. Naja, egal. Boah. Fünf Fernkämpfer. Okay. Sogar ganz gute Stärke hier, ne? Die oben sind am schwächsten. Dann lassen wir die auch mal. So. Du kommst hier rüber. Machst direkt mal eine magische Attacke darüber. Aber bis du dran bist, wird es wahrscheinlich dauern. Gehen wir lieber hier hinter ihn. So, und ich würde sagen, ihr zwei stürmt da unten runter und macht die fertig. So, wir kümmern uns um die. Bis die unten sind, sind wir hoffentlich stark genug. So, Hallihallische. Wer bist denn du? Ah, du bist gleich kaputt. Nimm das, Bats! Aha, komm näher. Kann ich auch sagen, dass ich ihn nochmal hauen lassen will? Wie viel Schaden machst du denn? Viel zu wenig. Lass doch bitte ihn nochmal hauen. Sehr gut. Das ist ein Durchrammer. Und tschüss. Das ist natürlich super, dass der zweimal hintereinander dann kann durch ihn. Ah, Fernkämpfer. Jetzt wollen alle auf ihn. Ich würde sagen, du machst erstmal die Rüstung runter.
Sag es! So, kümmern wir uns um sie. Sie hat auch nicht so viel. Würde gehen. So sieht's aus. Oh oh. So vom Magier abgesehen. Töten wir dich mal. Ja, und ist der Magier gefallen, ohne dass er was machen konnte. Schade, aber es waren halt einfach zu viele Fernkämpfer. Krawum! Genau, stirb mal weiter hoch. Sollten jetzt nicht das Problem aber werden. Ah! Oder so ähnlich. Und weg ist er. Wie viel hast du? 7 noch, okay. Wir können sie direkt ausschalten. Hervorragend. Und tschüss. Ja, bis ihr oben seid, war es das ja wahrscheinlich schon. Da, den kannst du bestimmt one-shotten. Genau so ist es. Bam! Okay, da schießen wir besser die Rüstung was runter. Oder hauen die Rüstung runter. Nicht schießen. Und du gibst ihr den Rest. Tschüsskowski. Ding! Die Banditen sind entweder tot oder geflohen, und die Bauern danken euch überschwänglich. Es ist wahr, was er gesagt hat, meint einer zu dir. Wir haben das Essen genommen und sind gegangen. Mögen die Götter mir gnädig sein, ich hätte sie sterben lassen. Zögernd reihen sie sich in die Karawane ein. Ja, wir haben für 3 Tage Nahrung abgefahren. Ein neuer Götterschrein. Unter dem Götterstein für Ingrid, Göttin des Wissens, ruht sich die Karawane endlich etwas aus. Ivar scheucht ein paar Kinder von einem einzelnen Wüterschleuderer weg, der tot beim Stein liegt. Sollten wir uns seinetwegen Sorgen machen? Fragst du Ivar und zeigst auf die Wüterleiche. Ich glaube nicht, meint er. Natürlich schadet es nicht, wenn ein paar Wachen sich umsehen. Stunden vergehen ohne Warnung. Ja, inspizier den mal. Ingrids Götterstein ist mit alten Runen bedeckt, die dir nichts sagen. Eivind erzählt jedoch, dass einige Magier sie entziffert haben. So haben die Magier die Sprache der Götter gelernt. Hinter den größten Steinen zieht sich eine lange Serie von Steintafeln mit weiteren Inschriften den Hügel hinunter. Das Seltsame ist laut Eivind der Umstand, dass sich die Inschriften ändern können, je nachdem wer sie liest. Normalerweise ist darin die Geschichte der Götter beschrieben, aber es kann auch um jedes andere Thema gehen. Leider kann Eivind selbst die Zeichen nicht lesen. Juno könnte es, sagte er. Okay.
Als ihr euch auf den Abmarsch vorbereitet, ertönen Schreie aus der Richtung des Hauptgöttersteins. Die Jungen, die so neugierig den toten Wüter bestaunt haben, kreichen und zeigen. Einen Augenblick lang denkst du, dass er wohl doch nicht tot war. Aber dann siehst du, dass sie einen Bündel in seinen Händen ausgewickelt haben. Warte, sagt Ivar, den Arm vor deiner Brust. Das sollte niemand sehen. Bring alle weg. Dir stockt das Blut in den Adern. Alette schiebt sich vorbei und keucht auf. Halt, ruft Ivar. Aber die neugierigen Umstehenden haben es schon gesehen. Was denn? Lass es. Auf dem Boden vor dem toten Schleuderer liegt eine kleine steinartige Figur, deren Hände nach etwas suchen, es aber nicht finden. Das ist ein Säugling. Dieser Wüter ist eine Frau? Wir haben Frauen getötet. Wir haben die ganze Zeit Frauen und Kindern gerätselt. Und sie sterben lassen? In einem Krieg kämpfen nur die Männer. Wir kämpfen doch schon die ganze Zeit gegen die Wüter. Warum greifen uns Frauen an, die Kinder auf dem Rücken haben? Es ist keine Invasion. Sie sind auf der Flucht. Alles erstarrt. Die ganze Karawane hat sich bestürzt versammelt. Als ich mit Juno gesprochen habe, sagte sie mir, dass etwas im Anzug ist. Sie wusste nicht was. Eine Finsternis. Etwas Schwarzes bedeckt die Welt. Und die Wüter fliehen davor ebenso, wie wir vor den Wütern fliehen. Die Schlange, das Beben, das ist alles der Anfang vom Ende. Ivar, du wusstest es. Warum? Warum hast du nichts gesagt? Ivar, rede. Genau, ich will antworten. In meiner Jugend tötete ich einen der Sundre, während des zweiten großen Krieges. Und zwar Raes. Oder Raze. Wann immer wir unsere Verteidigung aufbauten, schlug er sie wieder platt und warf uns zurück. Ich wurde von den anderen Wahl getrennt und stieß in einem Schneesturm zufällig auf Raes, allein. Er war weiblich und stillte gerade ein Kind. Ich warf meine Axt, sie drehte sich im Wind. Ihr Sohn starb in ihren Armen. Sie war so bedauernswert, wie sie da im Schnee kniete. Sie machte keinen Versuch, mich davon abzuhalten, ihren Kopf zu nehmen. So tötete ich einen Sundre. Als ich dann nach Grufheim gelangte, wollten die Wahl mich zum Kendre machen, nur dem König unterstellt. Ich ging fort. Ich lief, bis ich ins Skogra eintraf, wo niemand wusste, was ich getan habe. Der Wind in den Bäumen ist das einzige Geräusch. Du Götterschlechter. Lange Zeit sagt niemand irgendetwas. Dann bricht ein Mädchen das Schweigen. Was machen wir mit dem Kleinen? Du spürst einen Kloß im Hals, als du auf die kleine Obsidian-Kreatur vor dir blickst. Ja, wir nehmen den mit. Den lassen wir hier nicht alleine. Darauf bestehen, ihn mitzunehmen. Du machst dich energisch für Gnade und Mitgefühl stark. Einige Frauen der Karawane erklären sich zögernd bereit, sich des Wütersäuglings anzunehmen. Andere sind über dessen Anwesenheit außer sich. Vielleicht hilft uns das später nochmal, dass sie sehen, dass wir Säuglinge beschützt haben, falls wir einer Übermacht gegenüberstehen. Nicht lange und eine der Frauen kommt zu dir. Hier, das hat seine Windeln zusammengehalten, sagt sie, und gibt dir eine Haarnadel, die gar nicht nach Wütern aussieht. Im Silber erkennst du kaum sichtbar eine Inschrift. Durchhalten. Von der Göttin selbst, wenn du mich fragst, meint die Frau. Eine Vardrum-Silberbrosche. Holy crap! Ah, wo steht jetzt hier Wüter plus 1? Steht da nicht. Okay. Aber das hat sich gelohnt, allein für den Gegenstand. Hoffentlich ist der super. Sollten wir uns mal anschauen, oder? Lass mal gucken. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da bekommen? Abgelenkte Stärkeschaden. Also Brille ist das jetzt nicht, ne? Okay, du bist auf jeden Fall der Tank momentan. Du hast 11. Ivar hat 12. So, Ivar das bekommen. Können ihn höher machen, ne? Ach, uns fehlt ein Punkt. Shit. Ja, der nimmt auf jeden Fall schon mal die Brosche da. Was trägst du? Zusätzlicher Schaden ist das, ne?
Also 50% Chance, 2 Schaden mehr zu machen. Das super für ein Tank. Ja, dann einer ist besser als nichts, ne? Und weiter geht's. Oh nein, die Moral ist so schlecht. Aber wir können hier nicht rasten, wir brauchen mehr Nahrung. Du drehst deine übliche Runde, als du aus dem Bereich der Wahl eine ziemlich laute Diskussion hörst. Ivar gesellt sich zu dir, als du dich näherst. Was ist nun wieder passiert? Obin, du wärst lieber dafür bekannt, dass du der Metschenke eingeschlafen. Dass du in der Metschenke einschlafen und gestorben bist, als dafür gegen einen Sundre gekämpft zu haben. Nein, ich wäre lieber dafür bekannt gewesen, nicht zu sterben. Ich weiß gar nicht, weswegen du dir Sorgen machst. Ich habe das in den großen Kriegen schon hunderte Male gemacht. Nimm ein paar Krieger und dann auf die Wüter mit Gebroll. Sie sollen euch in die Hügel folgen. Da hängt ihr sie ab und schon seid ihr sie los. Bei diesen hunderten Malen, die du das gemacht hast, wurden sie da auch von Brüller angeführt. Hast du nie gehört, wie ich Brüllers Schädel mit einer Wurfaxt getroffen habe? Nein. Worum geht's hier? Vorsicht, mein Freund. Hier kannst du dich vor Geschichte kaum retten. Die Krieger haben gerade festgestellt, dass wir ganz schön viele Wüter auf den Fersen haben. Brüller bildet den Schluss. Und er hier meinte, er könnte einfach hingehen und sie von unserer Spur abbringen. Wie wäre es mit etwas Dankbarkeit? Ich dachte, du wärst froh, endlich der älteste Wal weit und breit zu sein, Obin. Ich bin nie froh, mehr Wal zu verlieren, Krummel. Außerdem bin ich nicht überzeugt, dass du wirklich älter bist als ich. Tja. Ich lasse euch das. Sind wohl alte Rivalitäten. Solche Kommentare erinnern mich daran, dass ich schon viel zu viel Zeit mit Nichtstun verschwendet habe. In den alten Zeiten wäre ich jetzt schon halb beim Schlachtfeld, wo wir davon reden. Kommst du mit, Gingwa? Du könntest deinen Arm von Brüllern zurückfordern. Ich glaube nicht, ich bin nicht ganz in der Stimmung. Na schön, ich grüße Hadreborg von dir. Krumre und zahlreiche Walkrieger ziehen der wachsenden Wüterarmee entgegen. Aha. Minus 40. Wird er wiederkommen? Das ist egal, 40 Wale werden viel fressen und wir haben ein bisschen Nahrung. Das ist er bisher immer. Aber diesmal könnte es anders sein. Schauen wir mal, selbst wenn wir verloren haben, so wichtig war er nun wieder auch nicht, oder? Aber wir haben nicht mehr Nahrung. Schande. Wir haben fast alle Wale verloren. Wir haben alle Wale verloren, außer die zwei. So wie es aussieht. Eine Gruppe von Männern mit breiten Schultern und dicken Mänteln nähert sich. Das könnten Gesetzlose sein, hörst du. Und diese Karawane verbreitet sich rasch in der Karawane. Diese. Nicht Karawane, ne? Ja, diese Information, was auch immer da stand. Einer der Fremden spricht euch an: Wir haben nichts mehr zu essen. Jede Hilfe wäre willkommen. Seine harten Augen lassen nicht auf seine Motivation schließen. Du überlegst, was du jetzt tust. Ich habe keine Lebensmittel für ein paar Tagen. Wir warnen sie vor den Wütern, aber essen gibt's nichts. Wir können euch nichts zu essen entbehren, sagst du, aber hört auf mich, macht kehrt und lauft fort. Wüter folgen uns und sie sind schnell. Die Männer wechseln ohne Überraschung Blicke, dann sagt ihr Anführer, wir wissen die Warnung zu schätzen, aber dadurch wird unser Bedarf an Nahrung noch dringender. Ja, ich muss ablehnen. Kämpfen wollen wir nicht. Wir können nicht zu essen entbehren, sagst du dem Fremden. Der Mann nickt langsam, dann hebt er kurz eine Hand. Plötzlich sirren Pfeile durch die Luft und in der Karawane ertönten Schreie. Arschloch. Hinterhalt. In der Aufregung greifen sich die Männer, was sie zu packen kriegen, und türmen. Sie sind fort, ehe ihr irgendwelche Gegenwehr koordinieren könnt. Wie dämlich. Als ihr die Verwundeten verbunden habt, beklagt ihr den Verlust mancher Lebensmittel und einiger Clanmitglieder. Wir haben Clanmitglieder verloren und alle Vorräte. Ach du Kacke, da hätten wir es ihm auch Dreck geben können. Und hätten dafür sehr wahrscheinlich auch noch Ansehen bekommen.
Ein Ruf dringt aus dem Unterholz. Kommt her, ihr Zweifler. Also man müsste das mehrfach durchspielen und dann mal gucken, immer alles aufschreiben, damit man einen perfekten Run mal machen könnte und perfekt durchkommt. Aber da wäre auch irgendwie der Spaß raus, ne? Ein Ruf dringt aus dem Unterholz. Kommt her, ihr Zweifler, und seht den unbesiegbaren Wall. Und schon tauchen Krumre und seine Krieger aus dem Dickicht auf. Die Karawane ist begeistert, dass Krumre wohlbehalten zurückgekehrt ist. Yay, und er hat nur 4 Mann Verlust oder so im Dreh. Hat der Plan funktioniert, fragt Ubin. Funktioniert? Gib Krumm zurück. Selbstverständlich hat er funktioniert. Die Wüter sind noch die gleichen. Es dauert nach wie vor 1-2 Tage, bis sie ihren eigenen Hintern gefunden haben. 20 Ansehen, nice. Und wenn du dich entschuldigst, erzähle ich dir, wie ich an diese hier gekommen bin. Krumre wirft dir ein paar Lederhandschuhe zu, die einem Wal passen könnten. Er beugt sich zu dir und flüstert zu, dass Ubin es nicht hört. Es hatte was mit einem Rabennest und einem Habern zu tun. Dundrezant. Aha. Ja, und wieder ein paar verhungern. Yeah. Und die Moral ist so im Keller. As Sigurholm approached us, we fear the worst. The once calm lake surrounding it now looks like a bowl that has been flipped. Proud homes sinking into muddy water. A side effect of the quake. What has the rest of the world become on the other side of those mountains? Mm-hmm. Wir müssen auf jeden Fall Nahrung kaufen jetzt hier. Eine Katastrophe jagt die nächste, sagt Otleif, als ihr Sigholm erreicht. Die Stadt scheint im See zu versinken. Aus düsteren Fenstern und provisorischen Hütten weiter oben am Hügel lugen Leute. Aha. Wenn das mal nicht die Schlange war. Wie es hier weitergeht, zeigen wir euch beim nächsten Mal. Bis demnächst, euer Chojin.